Egal, King Lair. Wow, verdammt. Ich hoffe mal, das lässt sich jetzt leicht besiegen. Und eigentlich wollte ich ja Fliegen einsetzen, habe ich aber natürlich wieder verpasst, warum auch nicht. Härtner, na super. Ich setze einfach Fliegen ein. Oh Gott, das tut schon überhaupt nicht. Oh Gott, das ist viel zu wenig. Nochmal Flügelschlag. Gleich haben wir's. Au, tritt doch nicht auf mich drauf. Arschloch. Gleich haben wir's. So, und jetzt noch ein Ruckzuck hinterher und dann ist... Leck mich doch. Hab ich wieder verdrückt. So, jetzt aber. 1677 EP. Imke. Die Imkerin hat gewonnen. Und wieso durfte ich dir... Ein Pokémon hat euch meinen Badeanzug gebissen. Ich kann nicht, dass du... Okay, ich bin weg. Obwohl, bei mir ist es ja nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt ein Mädchen, nicht? Ha, ich bin jetzt ein Mädchen. Aha, sa. Nein, das klang jetzt eher mehr... Egal. So, ich glaube, ich werde Taubers heilen. Mit einem Hypertrank. Und dann mich den nächsten Pokémon stellen. Was? So weit kannst du gucken? Naja, gut. Eine weitere Aroma-Lady. Mit Knofensa, das dürfte kein Problem werden. Warum auch immer ich jetzt Ruckzuck eingesetzt habe, ich weiß es nicht, verdammt, ich weiß es nicht. Lockduft, Fluchtwert wird gesenkt, das heißt, der Trägner landet öfter Volltreffer, beziehungsweise trifft hat eine höhere Treffwahrscheinlichkeit. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob Fluchtwert senken die Volltrefferchance erhöht oder einfach nur die Chance zu treffen. Ach, keine Ahnung. Der Fluchtwert wird irgendwie finde ich das komisch. Keine Ahnung. Ich dachte immer früher, das hängt damit zusammen, ob man fliehen kann oder nicht aus dem Kampf. Allerdings ist ja von der Flucht immer die Die Flucht ist von der Initiative abhängig. Das heißt, je höher die Initiative deines Pokémon, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus einem wilden Pokémon-Kampf fliehen kannst. Und mein Ding ihr wisst schon, Dingens. Hier, Paraheiler, bitte, danke. Meine Mutter sagt, dass ich ohne mein Schwimmhalten nicht schwimmen kann. Na, probier's doch aus. Ach Gott. So, bist du bestimmt eine Lola? Nee, eine Marina bist du. Mit einem Quapsel. Und das werde ich jetzt mal vorspulen, weil das echt nervig ist. Denn irgendwie setzen die alle irgendwie nur lame Pokémon ein. Ja. Seht ihr? Schon wieder Denglisch. Denglisch. Lame. Na gut. Ne, Lime-Pokémon, also die klebrigen Pokémon mit Lime. Bärenfurst voraus. Neue Pokémon gibt's ja, glaube ich. What the? Was zur Hölle? Wieso taucht hier ein Hypno auf? Die sind doch sau selten hier. Ey, wow, da kann ich mir gleich fangen. Level 40. Fast wie bei den legendären Pokémon. Dann mal los, Taubos. Mach ihn für uns bereit. Hypno hat übrigens die Fähigkeit Insomnia, so rum. Das heißt, das Pokémon kann nicht einschlafen, deshalb können wir es auch nicht irgendwie so schwächen, das ist doof. Ich werfe einfach mal einen Hyperball. 1, 2, 3 und renn. Neues Pokémon gefangen. Yes. Ich kann nicht pfeifen. Hypno, Level Nummer 97. Blickt dieses Pokémon einem Gegner ins Auge, greift es mit einem Mix von Psy-Energie, bestehend aus einer Hypotenuse und einer Tangente. Nö, kein Spitznamen. Na Gott, Spitznamen ist wieder so ein Thema, das eigentlich mal. Ach, das leckt mich doch, ey. Diese dunklen Grasstellen kennt ihr schon, da kann man Bären finden. Jedenfalls bei den meisten Stellen. Es gibt auch Stellen, die einen verarschen, wie die hier oben, wo einfach keine Beere ist, beziehungsweise sich keine Beere befindet, weil Bären essen ja nicht, die sind ja Vegetarier, die Bären. Und außerdem sind es Rudeltiere. Kann ich hier noch irgendwo lang? Nö. Ich glaube, hier setze ich auch mal Topschutz ein, weil es hier sowieso keine neuen Pokémon gibt und
ich jetzt nicht unbedingt eine Armada von wilden Pokémon brauche. Eine Maronbeere ist auch unser beides. Cool. Das ist Vollkristallteil. So, da geht's dann später weiter. Hier geht's wieder zurück. Hier liegt ein Item. Oh, den Hyperheiler, den wir vorhin verbraucht haben. Nee, wir haben ja vorhin einen Paraheiler verbraucht. Egal. So, über den See drüber und hinabgesprungen. Hier ist ein Bananabär, also Bananenbeere, eine Nanabbeere. Hier ist nichts. Hier geht's wieder zurück irgendwie. Genau. So, was ist das hier? Ist das eine Beere? Nö. Ist das da oben eine Beere? Ich glaube ja. Oh, und da gibt es anscheinend noch ein Item. Ein Top-Aether. Okay. Ist für die Liga ganz nützlich. Bin ich jetzt schon überall gewesen? Ich glaub's ja. Bald ja. Ne? Ich glaube bald ja. Nochmal Hyper-Top-Schutz meine ich natürlich. Hier geht's nirgendwo weiter. Das ist schade. Ich glaube, hier geht's zurück. Der See hier unten. Nämlich vor welchen Pokémon danach die Bären lieben. So, und hier ist ein langer Pfad, wo das wohl hinführt. Wer ist das? Ich werde erstmal meinen Pokémon tauschen. Hey, du da. Hilf mir. Ein angsterfüllendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig, es hat immer Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um es zu bewegen. Ich muss am besten nach Hause gehen. Oh. Hier ist es wieder. Nein, verschwinde. Es macht mir Angst. Wow, ich will in meinen Puppe. Und dann greift es uns an. Der Schrecken im Wald, im Bärenforst. Mein Hypno. Wow. Level 30. Arcani. Kampf. Biss. Wow, der Kampf nimmt mich so emotional mit. Das ist ja schlimmer als bei den legendären Pokémon. Hilfe. Wow. Boah, bin ich gespannt. Ja, okay. Hier hätte man sich das Hypno fangen können, wenn man es nicht im Bärenforst angetroffen hat. Da es dort eigentlich sehr selten ist. Bei mir anscheinend nicht, aber egal. Oh, das war so gruselig. Dankeschön. Immer wollt ihr... Wieso redest du von dir in der dritten Person? Immer wollt ihr Bären pflücken. Das ist für dich. Ja, paar Bäre erhalten. Ich glaube, das ist an die Papaya angelehnt, oder? Wie heißt du? Irgendwas zu verängstigt, bringst du mich nach Hause? Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Tschüss. Das hast du ja immer geredet. Wie kann ich dir danken? Irma, Schnuckepuck. Verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Schon gut, Papsi. Ich habe mich mit Grönland befreundet. Oh, was? Ist das? Das ist für mich? Wow, wusstest du, dass ich seine Gesteine liebe? Hier, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir diesen netten Herrn den Meteoriten übergeben können von Bill. Das ist übrigens der Vater von Irma, ne? Nutzt zur Info. Oh, das ist von Bill. Richte meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Mondstein? Das heißt, ich hätte gar keinen vierten Mondstein suchen müssen. Kein Mondstein-Pokémon tauschen müssen, weil man hier alle vier Mondsteine im Spiel bekommt. Ist das geil. Ist das geil, ey. PC funktioniert übrigens auch wieder. Das habe ich schon im letzten Part gezeigt. Ich glaube, ja. Genau. Okay, kann man jetzt schon spielen? Wir haben bald einige Spielchen für dich. Wann öffnet denn das? Okay, jetzt öffnet es. Und zwar, ich glaube, hier kann man die Spiele starten und hier bekommt man erklärt, was für Spielregeln es gibt. Lass uns doch mal ein Spiel erklären. Pokémon-Sprung. Springe mit deinem Pokémon durch Drücken des A-Knopfes über den Rankenhieb. Es dürfen nur kleine, ca. 70 cm große Pokémon teilnehmen. Pokémon, die ausschließlich schwimmen, graben oder fliegen, können nicht gut springen. Daher dürfen diese Pokémon auch nicht teilnehmen. Etwas Schönes passiert, wenn alle rechtzeitig springen. Und was ist das andere? Bärenernte mit Dodri. Bewege Dodris drei Köpfe, um die fallenden Bären zu fangen. Drücke das Steuerkreuz nach rechts, oben oder links, um die Knöpfe zu bewegen. Um die Köpfe zu bewegen und um an diesem Spiel teilnehmen zu dürfen, benötigst du ein Dodri. Hallo, herzlich willkommen. Du kannst wieder drahtlos kommen. Bla bla bla. Okay, was wolltest du spielen? Ja, man braucht hier natürlich einen zweiten Mitspieler. Den habe ich natürlich auf dem Computer. Ne? Per Emulation. VBA, ihr wisst schon. Verdammt. Was wollte ich sagen?
Genau. Ich kann das Spiel ja per Emulation starten, da ich ja die Gameboys verbinden kann. Ich bin am Überlegen, was könnten wir jetzt eigentlich noch machen? Eigentlich war es das ja. Jupp, eigentlich war es das jetzt. Ich würde sagen, ich bin einfach mal im Part hier. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich heile mich einfach nochmal einfach Sicherheit. Und wir können ja eigentlich... Ja, genau. Wir gehen am besten nochmal zu Celio. Der hat nämlich noch, ich glaube, eine Überraschung für uns parat. So. Wo, hier sind sie. Oh, hallo, Grün. Ach nee, das war Bill, genau. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft, die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell, blablabla. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, du hast... Da hast du es. Ich kann nicht mehr lesen, ey. Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns wieder. Oder Celio, wir sehen uns. Mensch, ich kann nicht lesen. Muss mehr lesen lernen. Grün, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Wir fahren jetzt zurück nach Orianas... Nee, ich glaube, zu Zinnoba-Insel. Das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. Und wir sind wieder zurück in Kanto. Altbekannte Luft schnuppern. Auf die Zinnoba-Insel. Und wir können jetzt jederzeit zu den Eilanden zurück. Wieso bin ich jetzt hier rein? Jederzeit zu den Eilanden zurück mit dem Tripass von Orianna City aus. Ja, und dann bleibt jetzt einfach nichts mehr viel zu sagen. Eigentlich nichts mehr viel zu sagen. Ja, Eilande haben wir geschafft. Eiland 1 mache ich mit Rot noch fertig. Und ich muss auch sagen, eigentlich war das jetzt auch schon der letzte Part, den ich mit Grün in Planung hatte vorerst. Ich werde mal sehen, vielleicht mache ich zwischendurch nochmal einen grünen Part, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich lasse Grün jetzt einfach mal ein letztes Mal speichern. Bitte, schneller. Danke. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, hier bei Pokémon Blattgrüne Edition. Oder Feuerrot Edition, je nachdem. Bis dann, Leute!